Der 1. September 1939. Nach der falschen Anschuldigung, die Polen hätten einen deutschen Radiosender angegriffen, startet Nazi-Deutschland eine Vergeltungskampagne gegen Polen und fängt damit den Zweiten Weltkrieg an. Als das Land Tage später, am 17. September, von der Sowjetunion vom Osten angegriffen wird, befindet es sich auf einmal in einem Zwei-Fronten-Krieg. Warschau kapituliert offiziell am 28. September vor den Deutschen und einen Tag später teilen Deutschland und die Sowjetunion gemäß dem Geheimprotokoll ihres Nichtangriffpaktes Polen unter sich auf. Nach dem Sieg über die polnische Armee unterdrücken die Deutschen rücksichtslos die polnische Bevölkerung, die sie für rassisch minderwertig halten. Die SS, Polizei und Militäreinheiten erschießen Tausende von polnischen Zivilisten, als auch zahlreiche Mitglieder der polnischen Armee, des Adels, Geistliche und Intellektuelle. Die ungefähr 1,8 Millionen Juden, die sich noch in den von Deutschland besetzten Gebieten aufhalten, werden in Ghettos eingepfercht. Nachdem Nazi-Deutschland im Juni 1941 auch in die Sowjetunion einmarschiert ist, wurden über 3 Millionen polnische Juden in nationalsozialistische Konzentrationslager deportiert. Eines der KZs war Stutthof, wo die berüchtigte Aufseherin Wanda Klaff ihren Sadismus frei ausleben konnte. Wanda Klaff wurde am 6. März 1922 als Wanda Kalajinski in Danzig geboren. Damals gehörte die Stadt zum Stadtstaat Freie Stadt Danzig. Ihre Eltern waren beide Deutsche und ihr Vater, Ludwig Kalajinski, arbeitete bei der Eisenbahn. Die Gründung der Freien Stadt Danzig erfolgte nach dem Ersten Weltkrieg. Im Versailler Vertrag von 1919 hatten die Siegermächte Großbritannien, Frankreich, die USA und andere verbündete Staaten territoriale, militärische und wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen den Verlierer Deutschland verhängt. Eine Bestimmung sah vor, dass Deutschland Westpreußen einschließlich Danzig an das neu aufgebaute Polen abtritt. Obwohl Danzig als freie Stadt unter der Kontrolle des Internationalen Völkerbundes stand, wurden Polen bestimmte Rechte an den Hafenanlagen der Stadt erteilt. Danzig war damals größtenteils eine ethnisch deutsche Stadt, hatte aber bestimmte amtliche Verpflichtungen gegenüber Polen. Der Völkerbund war die erste weltweite zwischenstaatliche Organisation, deren Hauptaufgabe darin bestand, den Weltfrieden zu wahren. Deutschland missfiel jedoch der Verlust dieser größtenteils deutschen Stadt und nachdem Adolf Hitler und die NSDAP im Januar 1933 an die Macht gekommen sind, war er entschlossen, die militärischen und territorialen Bestimmungen des Versailler Vertrags zu brechen. Nachdem im Mai 1933 die NSDAP die führende Partei in Danzig geworden war, verstärkte sich die antipolnische Denkweise und sowohl die Germanisierungs- als auch die Rassentrennungspolitik verschärften sich. Jeglicher politischer Widerstand gegen die Nazis wurde niedergeschlagen und mehrere Politiker wurden inhaftiert und ermordet. Die Rechte der in Danzig lebenden Polen wurden häufig von der örtlichen Verwaltung nicht geachtet und eingeschränkt. Es wurde zum Beispiel polnischen Kindern nicht erlaubt, polnischsprachige öffentliche Schulen zu besuchen und Räumlichkeiten durften nicht an polnische Schulen oder Kindergärten vermietet werden. Aufgrund dieser Politik gab es in der Stadt nur 8 polnischsprachige öffentliche Schulen und den Polen gelang es, 7 weitere private Schulen zu gründen. Polen, die ihre Kinder auf private polnische Schulen schickten, wurden 1937 unter Drohung von Eingriffen der Polizei aufgefordert, ihre Kinder in die deutschen Schulen einzuschreiben. Außerdem kam es zu Angriffen auf polnische Schulen und Jugendliche. 1935 wandte sich die jüdische Gemeinde von Danzig hilfesuchend an den Völkerbund, doch zu diesem Zeitpunkt war die Organisation bereits zu schwach, um noch genügend Einfluss zu haben. Ab 1937 war die Beschäftigung von Polen durch deutsche Unternehmen verboten und bereits beschäftigte Polen wurden entlassen. Der Gebrauch der polnischen Sprache an öffentlichen Orten war verboten und den Polen war der Zutritt zu mehreren Restaurants, insbesondere zu den Deutschen, untersagt. Nach den Pogromen der Kristallnacht im November 1938, die eine Reihe an geplanten gewalttätigen Ausschreitungen gegen die Juden im gesamten Dritten Reich und den neu eingegliederten Gebieten waren, traten die Nürnberger Rassengesetze mit nur wenigen Änderungen in Kraft. Als die antijüdischen Gesetze schwerwiegender wurden, wanderten die meisten Danziger Juden aus, sodass nur noch 4.000 übrig blieben.
die jüdische Gemeinde und die Regierung beschlossen, bei der jüdischen Auswanderung zusammenzuarbeiten und am 17. Dezember 1938 verkündeten die Juden öffentlich, dass sie bereit seien, das Land zu verlassen. Als am 1. September 1939 der Krieg ausbrach, hielten die polnischen Streitkräfte in Danzig bis zum 7. September stand. Bis zu 4.500 Angehörige der dort lebenden polnischen Minderheit wurden verhaftet und viele von ihnen hingerichtet. In der Stadt selbst erlitten hunderte polnische Gefangene grausame Hinrichtungen und Experimente, darunter die Kastration von Männern und die Sterilisation von Frauen, die als gefährlich für die Reinheit der nordischen Rasse galten, sowie den Tod durch die Guillotine. Das Rechtssystem war eines der Hauptinstrumente der Vernichtungspolitik der Nazis und ihre Urteile begründeten sie durch Aussagen, dass die Polen Untermenschen seien. Als Danzig im September 1939 zu Deutschland eingegliedert wurde, lebten dort nur noch 1.600 Juden. Die Auswanderung dauerte bis zum Herbst 1940 an und Ende Februar 1941 wurden die verbliebenen 600 Juden aus Danzig nach Polen in die KZs deportiert. Im September 1939 errichteten die Deutschen in einem Waldgebiet westlich von Stutthof, einer Stadt etwa 35 Kilometer östlich von Danzig, das KZ Stutthof. Das ursprüngliche Lager, bekannt als Altes Lager, hatte Stacheldrahtzäune und 8 Häftlingsbaracken, die 1940 von Häftlingen erbaut worden waren. Das Lager wurde zu Zwecken des ethnischen Säuberungsprojekts gegründet, das die Liquidierung der polnischen Eliten und Intellektuellen sowie religiösen und politischen Führern versichern sollte. Noch vor Ausbruch des Krieges hatten die Deutschen Listen mit Personen erstellt, die verhaftet werden sollten, und die Nazi-Behörden überprüften heimlich geeignete Orte für die Errichtung von Konzentrationslagern unweit der Opfer. Zuerst war Stutthof ein Internierungslager unter dem Danziger Polizeipräsidenten, bevor es anschließend groß ausgebaut wurde. Im November 1941 wechselt es unter der Leitung des Deutschen Sicherheitsdienstes, des SD, zum Arbeitserziehungslager für politische Gefangene und Personen, denen Verstöße gegen die Arbeitsdisziplin vorgeworfen wurden. Im Januar 1942 wurde Stutthof schlussendlich zu einem regulären Konzentrationslager unter der Zuständigkeit der SS. 1943 wurde Stutthof ausgebaut und es entstand ein neues Lager neben dem alten. Es enthielt 30 neue Baracken und war von stromleitenden Stacheldrahtzäunen umgeben. Ein Krematorium und eine Gaskammer wurden 1943 hinzugefügt, gerade rechtzeitig zu Beginn der Massenmorde, als Stutthof im Juni 1944 als eines der Lager zu Zwecken der Liquidierung ausgewählt wurde. Die maximale Kapazität der Gaskammer betrug 150 Personen pro Hinrichtung. Mit der Zeit entwickelte sich aus Stutthof ein riesiges Netzwerk von Zwangsarbeitslagern. Im gesamten von Deutschland besetzten Nord- und Mittelpolen wurden 105 Stutthof-Außenlager errichtet. Zehntausende von Menschen, vielleicht sogar Hunderttausende, wurden nach Stutthof deportiert. Die Häftlinge waren hauptsächlich nicht jüdische Polen. Die Bedingungen im Lager waren desaströs und viele Gefangene starben während der Typhusepidemien, die das Lager im Winter 1942 und 1944 heimsuchten. Diejenigen, die die SS-Wachen als zu schwach oder zu krank zum Arbeiten einschätzten, wurden in der Gaskammer mit Zyklon B ab Juni 1944 vergast. Vor der Evakuierung des Lagers wurden 4.000 Häftlinge, darunter auch jüdische Frauen und Kinder, in der Gaskammer getötet. Die Lagerärzte ermordeten auch kranke oder verletzte Häftlinge auf der Krankenstation durch Phenolspritzen. Insgesamt mehr als 60.000 Menschen starben im KZ Stutthof und seinen Außenlagern. Bis 1942 waren fast alle Häftlinge Polen. Die Zahl der Häftlinge stieg ab 1944 beträchtlich an, wobei Juden einen erheblichen Anteil der Neuankömmlinge ausmachten. Die erste Gruppe von 2.500 jüdischen Häftlingen kam im Juli 1944 aus Auschwitz in Stutthof an. Insgesamt wurden 23.566 Juden, davon 21.817 Frauen, von Auschwitz nach Stutthof verlegt. Das Lagerpersonal machten SS-Aufsichtspersonen und ab 1943 ukrainische Hilfskräfte aus. Die SS begann im Juni 1944 mit der Einberufung von Frauen aus Danzig und den umliegenden Städten nach Stutthof.
da es im KZ nach der Errichtung des Frauenaußenlagers Bromberg Ost in Bigoszcz an weiblichem Personal fehlte. Die neuen Mitarbeiterinnen sollten zu Aufseherinnen ausgebildet werden. Eine dieser Frauen war Wanda Kalajinski. Nachdem sie 1938 die Schule beendet hatte, arbeitete Wanda bis 1942 in einer Marmeladenfabrik. Im selben Jahr heiratete sie Willi Klaff und war erst Hausfrau und dann Fahrkartenkontrolleurin bei der Straßenbahn. 1944 nahm sie den Posten der Aufseherin in Braust, einem Außenlager Stutthofs, an. Dieselbe Position belegte sie auch in Rusoschin, einem weiteren Außenlager Stutthofs, wo sie am 5. Oktober 1944 ankam. In beiden Lagern erhielt Wanda den Ruf einer brutalen Aufseherin, da sie Häftlinge ohne Grund schlug und trat, bis sie bewegungslos dalagen. Wenn sie besonders schlechter Laune war, ertränkte sie die weiblichen Häftlinge im Schlamm oder verprügelte sie zu Tode. Die Evakuierung der Häftlinge aus ganz Stutthof begann im Januar 1945. Zu der Zeit befanden sich dort fast 50.000 Häftlinge, von denen die meisten Juden waren. Etwa 5.000 Häftlinge aus den Außenlagern wurden von Stutthof aus Nordpolen bis an die Ostseeküste und ins Wasser getrieben, wo sie schließlich mit Maschinengewehren beschossen wurden. Die verbliebenen Häftlinge wurden in Richtung Lauenburg in Ostdeutschland geschickt. Nachdem jedoch die vorrückenden sowjetischen Truppen ihnen den Weg abschnitten, zwangen die Deutschen die Gefangenen zurück nach Stutthof. Die Todesmärsche fanden im Winter unter härtesten Bedingungen statt und die SS-Aufseher praktizierten weiterhin ihre brutale Führung, sodass Tausende auf dem Weg starben. Ende April 1945 wurden auch die allerletzten Gefangenen per Seeweg aus Stutthof abtransportiert, da das Lager vollständig von den sowjetischen Streitkräften umzingelt war. Wieder wurden Hunderte von Häftlingen ins Meer getrieben und erschossen. Man schätzt, dass über 25.000 Häftlinge, also jeder Zweite, während der Evakuierung von Stutthof und seinen Außenlagern starben. Als die sowjetischen Truppen Stutthof am 9. Mai 1945 befreiten, fanden sie nur etwa 100 Häftlinge, denen es gelungen war, sich während der letzten Evakuierung des Lagers zu verstecken. Wanda Klaff war Anfang 1945 aus dem Lager geflohen. Im Juni desselben Jahres wurde sie in ihrem Elternhaus verhaftet und erkrankte im Gefängnis bald darauf an Typhus. Klaff wurde im ersten Stutthof-Prozess, der am 25. April 1946 begann, angeklagt. Während des Prozesses sagte sie aus: „Ich bin sehr intelligent und war bei meiner Arbeit in den Lagern sehr engagiert. Ich schlug jeden Tag mindestens 2 Insassinnen." Sie war wahrscheinlich die Einzige, die dachte, diese Aussage sei positiv. Der Prozess endete am 31. Mai und Wanda Klaff wurde zum Tode durch Erhängen verurteilt. Ihre Hinrichtung fand öffentlich statt und wurde zu einem Theater des Grauens, das von offiziellen Pressefotografen dokumentiert wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Polen nur 3 öffentliche Hinrichtungen von Kriegsverbrechern vollzogen. Eine davon fand auf dem Hügel Biskupia Górka in der Nähe von Danzig statt. Als am 4. Juli 1946 11 Nazi-Verbrecher aus dem Konzentrationslager Stutthof, darunter Wanda Klaff, am Galgen hingen, sahen 200.000 Menschen zu. An diesem Tag strömten Massen zu dem Hügel. 3 Tage zuvor hatten die Zeitungen das Datum der Hinrichtung bekannt gegeben. Die Arbeitsbetriebe kündigten einen freien Tag an und stellten den Mitarbeitern Transport zu dem Ereignis zur Verfügung. Jeder durfte kommen, um die Hinrichtung mitzuerleben. Die Sicherheitskräfte befürchteten jedoch, dass es jeden Moment zu einem Lynchmord kommen könnte, da die Miliz und die Armee Schwierigkeiten hatten, die riesige Menschenmenge zu kontrollieren. Der 4. Juli war ein warmer Tag und die Sonne schien. Pünktlich um 17 Uhr brachten 11 offene Lastwagen die Gefangenen zum Hinrichtungsplatz, ihre Hände und Beine mit Stricken gefesselt. Auf der Ladefläche der 11 Lastwagen war jeweils ein Häftling untergebracht, 6 Männer und 5 Frauen insgesamt. Die Lastwagen fuhren rückwärts ein, bis die Verurteilten direkt unter dem Galgen waren. Entweder standen sie auf der Ladefläche oder auf einem Stuhl, auf dem sie während der Fahrt gesessen hatten. Ehemalige Stutthof-Insassen in gestreiften Uniformen meldeten sich freiwillig als Henker und legten eine einfache Schlinge um den Hals der Häftlinge. Im Gegensatz zu den anderen 4 Stutthof-Aufseherinnen wurde die damals 24 Jahre alte Wanda Klaff von einer Frau erhängt.
Die Hinrichtungen waren so geplant, dass die 11 erhängten Häftlinge nach dem Vorwärtsfahren der Lastwagen aus einer großen Höhe fielen. Das versicherte, dass die Schlingen ihnen das Genick nicht brachen und der sofortige Tod nicht eintrat. Diese Short-Drop-Methode führte bei jedem der Verbrecher zu einem qualvollen Tod durch Ersticken, der zwischen 10 und 20 Minuten andauerte. Als der Fahrer des ersten Lastwagens mit Johann Pauls auf der Ladefläche, dem ehemaligen Kommandanten der Aufseher in Stutthof, den Motor anließ und sich langsam vorwärts bewegte, gelang es Pauls, der schon am Seil hing, aber noch auf der Plattform stand, Heil Hitler zu rufen. Gleich darauf ertönten Schimpfwörter aus der Publikumsmenge. Als kein Nerv an Pauls leblosem Körper mehr zuckte, erhielt ein anderer Lastwagen das Signal, sich in Bewegung zu setzen, und ein weiterer Verbrecher wurde zu dem von den Zuschauern genannten Seiltanz aufgefordert. Während die Lastwagen sich dem Galgen näherten, hatten die anderen Häftlinge die Gelegenheit, einen Blick auf das zu werfen, was sie in wenigen Augenblicken erwartete. Als ein Fahrer den Motor mehrmals nicht starten konnte, stieß einer der ehemaligen Häftlinge den Verurteilten einfach von der Plattform. Die Menschen in der Menge winkten im Jubel und riefen aus: Für unsere Männer, für unsere Kinder. Als auch der letzte Häftling starb, ließen die Sicherheitskräfte die Menge zu den Galgen. Die Menschen rissen Knöpfe und schnitten Stoffstücke ab und traten und schlugen auf die Leichen ein. Die versammelte Menge wurde schließlich aufgelöst und vom Platz gejagt. Die Leichen wurden von den Strängen entfernt und in die Medizinische Universität Danzig gebracht, um für den Anatomieunterricht verwendet zu werden. Für Wanda Klaff wurden keine Tränen vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.